Hallo und willkommen zurück zu Darkest Dungeon. Und ich sehe gerade, dass ich hiervon noch Büsten habe. Die könnten wir eventuell noch irgendwo einsetzen. Ja, erhöht die Anzahl, bla bla bla. Aber das hier macht eigentlich am meisten Sinn, falls man das irgendwann mal kostenlos bekommen sollte. Also sammle ich da erstmal. Aber ansonsten, es sind halt nur noch die beiden Gebäude. Das sind halt 70 etwa. 130, ja. Naja. Von den Bildern braucht man natürlich auch nur noch die. Aber davon kann man halt nie so viele gleichzeitig bekommen. So, wir haben 26 von 28 und ja, viel zu viele Sechser. Ich kann hier aber auch nicht wahnsinnig viel... Ich bin ja nicht wahnsinnig flexibel. Ich müsste halt eigentlich da schon wieder Leute reinnehmen und andere feuern, damit das überhaupt funktioniert. Aber die sind jetzt alle null. Die wieder hochzutrainieren ist halt irgendwo scheiße. Barbar haben wir hier. Will ich das so eigentlich nicht. Wenn wir nochmal so einen Seuchenvogel bekommen, dann nehme ich den. Nicht Seuchenvogel, den Aussätzigen. Wie heißt er? Also nicht die, wovon ich so viele habe. Wovon wir die auch eigentlich nehmen könnten. Aber die anderen, die sich verwandeln können. Jo, von denen jetzt hier ist nicht so, sind die nicht so sexy. Wobei wir den theoretisch mitnehmen könnten. Ne, der ist für die Bosse eigentlich uninteressant. Was hatte ich mir für die Bosse aufgeschrieben? Oder welche hatten wir noch? Die, Moment, da muss ich mal gerade hier in meiner Tabelle rumgucken. Ich hatte mir aufgeschrieben, ja, den Propheten. Dafür wollte ich eigentlich Nekromant. Haben wir noch. Ah, der wird aber nicht mehr lange machen. Der steigt wieder in 8 Erfahrung. Da könnten wir vielleicht anfangen, schon mal wieder einen anzuheuern. Wäre es von denen besser? Ja. Ach, die haben sogar 3. Kränklich. Minus Stressschaden, das ist nicht verkehrt. Plus Stressschaden, der ist schon mal scheiße. So, nehmen wir den. Aber jetzt nicht, den werfe ich eventuell wieder raus. One must know it. Und, ja, den Barbar hätten wir. Einen Hundemenschen bräuchten wir neu. Da haben wir zwar noch einen. Aber den haben wir dann nicht mehr gegen... Moment, den Schweinetypen hatten wir jetzt platt. Ja, jetzt haben wir natürlich den Gott der Schweine. Wir haben also noch den Propheten. Dann käme danach noch der Nekromant, der kleine Skelette beschwört. Den kann man dann wahrscheinlich auch am besten mit brutaler Gewalt einfach niederknüppeln. Indem man die Skelette einfach jedes Mal mit AOEs plättet. Dafür bräuchte ich dann aber auch wieder 2 von denen jeweils. Na. Und hier die sehen genauso aus. Gesunkene Besatzung, die könnten wir auch damit am besten töten. Wobei man auch mit einem Barbar das kombinieren kann. Das ginge auch. Und die Sirene, die wird... Hat man die schon auf Mittel? Nee, doch. Verführerische Sirene ist auf Mittel schon abgeschlossen. Also da ist nur noch einer. Da sind noch 2. Naja, aber hier können wir im Moment nichts machen. Gesunkene Besatzung. Eventuell könnten wir sogar hiermit hantieren. Eigentlich kann ich den hier auch feuern. Der hat eigentlich auch keinen Nutzen mehr. Ich denke nicht, dass ich den hier noch verwenden würde. Ich werde aber hier auch mal schauen, dass ich eventuell in den Darkest Dungeon gehe.
Wenn ich hier keine anderen, wenn ich den Boss hier auch noch platt gemacht habe und keine neuen Leute zum Anheuern finde, dann gucke ich mal, dass wir da mal weiterkommen. Denn eventuell verliere ich dadurch welche. Und jetzt macht es eigentlich keinen Sinn, diese neuen Fünfer immer wieder zu feuern. Und dann mache ich das und dann nachher fehlen mir da Leute, weil mir die zu sehr wegsterben. Das wäre halt ein bisschen unpassend. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir den Gott der Schweine töten. Und den werde ich so platt machen, wie ich auch den Prinz der Schweine, den Schweinekönig getötet habe. Mit möglichst viel direktem Schaden. Unheilig, was war? König der Schweine. Ich gucke hier nochmal. Ja, der hatte keine Abwehr. Es ist halt eine Bestie im Labyrinth. Gucken wir hier mal. Okay, da hat er zumindest nichts, was negativ wäre. Nehmen wir den mal rein. Wie sieht's mit dir aus? Präzision und Crit gegen Bestie. Und plus Schaden bei Licht über 75. Der ist super. Gucken wir noch den hier. Schläger, das ist auch klasse. Der ist wahrscheinlich besser als der hier. Ja. Nehmen wir den rein. Und der ist nur 5. Okay. Dann, wen hatte ich da sonst reingenommen? Einen Hundemenschen. Der ist aber leider nur 5. Ich glaube, den nehme ich trotzdem rein. Den könnte man theoretisch auch, aber der ist zu schlecht. Der ist gut. Dann können wir die Dings noch aktiv machen. Wenn man natürlich 31.000, dann müsste ich auch wieder die Charaktere noch verbessern. Der hier braucht auch noch eine Verbesserung. Und dann den Heiler. Ein Group Heal wäre halt schon cool. Und das möglichst mit Labyrinth-Erkundung, wenn wir da irgendwas haben. Max LP ist natürlich auch klasse. Hat die genauso. Plus 5 ausweichen stattdessen. Ja, minus Max LP hier. Das ist nicht so gut. Wir haben aber leider nichts für Labyrinth-Erkundung. Das ist ein bisschen doof. Der hat da Labyrinth Deep. Ja, das muss dann reichen. Gut, dann bessern wir die Charaktere noch gerade aus. Nach Aktivität. Der ist fit. Der auch. Der auch. Der braucht noch. Das Schöne ist halt, dass die sich alle drei auch heilen, also alle vier heilen können, aber die drei jetzt insbesondere, dass die Heilerin sich heilen kann, sollte ja soweit klar sein. So, war natürlich schön teuer, aber damit sind die jetzt auch alle auf dem aktuellen Stand. Ich könnte halt durch Einschüchterung den Schaden senken. Und das wäre vermutlich auch gar nicht so schlecht. Dazu müsste man das natürlich auch noch kaufen. Eventuell muss ich dann was verkaufen. Davon hatte ich, glaube ich, 2. Fernkampf, na, das ist aber un- aber ist nur auf Grabräuber, von daher. Das hier können wir auch noch verkaufen.
So. Dann nehmen wir den raus und den stattdessen hier auch. Bei ihm ist halt wichtig, dass er das hier nimmt. Das andere ist eher Quatsch. Hatten die noch irgendwas Interessantes? Präzision und Crit. Präzision und Crit. Widerstand gegen Blas ist eher uninteressant. Präzision und Crit. Das ist ein bisschen viel. Nehmen wir den auch noch. Dann können die sich eventuell vorher noch buffen. Je nachdem, wie gut das hinkommt. Dann werde ich jetzt erst noch die Ausrüstung einstellen. Dazu müsste ich aber wissen, wer auf Position 1 steht. Der Goldene. Dann kriegt er wieder mal die Handschuhe. Plus 25 Schaden und dann erhöhen wir die kritische Chance noch. Der kriegt naja, minus 33% erhaltene Heilung ist halt nicht besonders toll. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wann man das genau benutzen sollte. Da sind die Nachteile einfach zu hoch. Klar, wenn man sowieso keine Heilung hat, dann spielt es nicht so die Rolle, aber ne. Ach, der Ring. Naja, nehme ich lieber den Ring mit der Präzision. Und der nimmt den Stab. Der nimmt die Wumme. Und das hier. Und die nimmt das Übliche. Wo ist die Tasche? Der Kopf. Das ist der falsche Kopf. Da ist der richtige Kopf. Und damit sind wir ausgerüstet. Gepäck. Hundefutter. Das sollten wir auf jeden Fall vollkaufen. So. Dann 1, 2. 1, 2. 1, 2. 2. Ja, und da verzichte ich drauf. Oder können wir noch irgendwas verkaufen? Ja, komm, verkaufen wir das. Das ist viel Quatsch. 1, 2. Schaufel ist dabei. Gut. Dann darf es losgehen. The great thing I had managed to bring through was brutish and stupid. Moreover, it required prodigious amounts of meat to sustain itself. But this was only a trifling concern. After all, I had a village full of it. Labyrinth. Bestie. Memoiren der Vorfahren. Ja, das ist wieder der Prinz der Schweine. A nameless abomination. A testament to my failures. It must be destroyed. Dann nehme ich mal an, dass der hier oben ist. Falle! Mechanical hazards possessed by evil intent. Is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Watch your step. Kann natürlich jetzt hier schon sein, dass der da ist. Nahrung habe ich jetzt zusätzlich gefunden. Dann können wir da auch mal ein bisschen was von essen. Nur für den Fall. Hier ist aber nichts. Ah, schön.
war auf dem Weg gar nichts. Da haben wir jetzt jedenfalls einen Kampf. Sehr schön. Einfacher Kampf und überrascht. Sauber. Wenn der jetzt direkt noch einen tötet. Wunderbar. Boah. Da weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, das war böse, so oder so. Perfekt. Dann können wir hier auch direkt rasten und buffen. Circle in the dark. The battle may yet be won. Habe ich da schon auf Ruhen geklickt? Hat. Na, okay. Etwas versehentlich geklickt dann. Ich weiß aber auch nicht, ob ich da noch eine Option hatte, was zu machen. Toll. Ach, 30% Schaden bis zum Lagern. Das ist ja auch nicht schlecht. Wenn wir da jetzt noch dieses Hundefutter dazustellen, dann macht er schon, denke ich, ordentlich Schaden. So, dann können wir auch schon loslegen. Der markiert den auf jeden Fall zuerst. Selbst wenn das jetzt nur für das gezeichnet ist, für 3 Runden, aber ich denke, das würde sich schon lohnen, wenn wir das noch mit den anderen Schadensbuffs multiplizieren. Heilen kann ich jetzt hier nicht sinnvoll, deshalb mache ich hier einfach Schaden, würde ich sagen. Oder auch nichts. Okay. Die können Schaden reduzieren. A devastating blow. Regen im Wald. Exposed to a killing blow. Ja. Na, es funktioniert nicht. Offensichtlich. Blurred vision. The end approaches. Na, da habe ich die Dings vergessen. Mist. Jetzt hoffe ich mal, dass der Heiler zuerst dran ist, bevor der wieder zuschlägt. Aber Schwächung hat er nicht so viel Resi. Das muss eigentlich funktionieren. Der heilt sich mal lieber, bevor da was Schlimmes passiert. Gut. Der hat 31, der 32. Ist beides nicht besonders viel. So, jetzt Hundefutter, Hundefutter, Hundefutter. Plus 80% Schaden. Und hier nochmal plus 100%. Impressive. Ja. 63 plus Bluten. 6 Schaden pro Runde. Mhm.
Halten wir den Schaden weiter unten. Der versucht sich einfach am Leben zu halten. Die Markierung ist leider weg. Es ist die Frage, macht das Sinn, den wieder zu markieren, oder soll ich lieber direkt drauf gehen? Macht 100% mehr, da macht das eigentlich schon Sinn. Denke ich. Ja, weiter Schaden reduzieren. Also wenn das der Schaden jetzt schon reduziert war, dann wäre das tatsächlich sehr perverser Schaden, wenn das nicht reduziert gewesen wäre. Der hat jetzt noch, der ist noch gebufft. Beim nächsten Mal müsste ich neues Hundefutter verwenden. Vernichte den da, aber den kann er doch gar nicht angreifen. Da müsste ich jetzt aber mal heilen. Dann machen wir eine Gruppenheilung draus. Das war jetzt nicht so doll. Ja, ist okay. Doch, kann er wohl doch angreifen. Er hat noch 69. Mist. Er hat aber so viel, dass ihm das eigentlich nicht jucken muss. Dann debuffen wir den erstmal wieder. Gut. Wow, super. Noch 58. Dann versuchen wir den jetzt mal zu töten. Gut. Der hat das nicht mehr. Ja, wenn er jetzt drankommt, ist er tot. Dann können die sich schon mal heilen. Heilung. Heilung. Ja, das war einfach. Widerstand gegen Schwächung, das ist aber wahrscheinlich auch nicht besonders viel wert. Könnten wir weglassen. Ich denke, da finden wir noch Tolleres.
Wir machen weiter. Bücher. Ja, dafür haben meine eigentlich zu gute positive Werte, als wenn ich das unbedingt machen wollen würde. Wobei der könnte. A fortune waiting to be spent. 100. Ich würde sagen, die lassen wir erstmal. Wobei. Nehmen wir das hier mit. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Überrascht, sehr schön. Nehmen wir den. Weit was wenig. Das war auch nicht so doll. Der kritisch trifft. Ne, nehmen wir den. Give them no quarter. Na ja, komm. Bum bum bum, Schwächung. Also das ist ziemlich wurscht. Bluten. Das ist nicht so schön. Macht aber halt auch nicht besonders viel. Der ist im Arsch. Continue the onslaught. Destroy them all. Ja. Heilung. Great is the weapon that cuts on its own. Machen wir das an. Ich glaube, die Schaufeln brauche ich hier nicht, weil sowieso alles von zwei Seiten zu erreichen ist. Werfen wir die mal weg. Sehr schön. Konzentrieren wir uns auch auf den hintersten, der ist am fiesesten. 3 Schaden und damit ist er noch nicht ganz tot. Ja. Es wird vermutlich nicht rein. Na, gucken wir mal. Doch. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Jetzt bitte triff. Sauber. Bum, bum, bum. Ich habe leider dieses andere Ding nicht mit. Um die Leichen zu zerstören, aber naja. Heilung. Heilung. Surges as the enemy crumbles. Dann werfen wir mal das hier weg.
Und zwölf Nahrung werde ich wohl auch nicht brauchen. Das weg. Das ist wahrscheinlich auch nur für Nahrung. Bücher. Aufbäumen. Naja. Okay, da bräuchten wir eine Schaufel. Die habe ich jetzt nicht mehr. Dann gehen wir unten rum. Da werde ich nichts machen. Überrascht! Der ist nicht tot. Hm. Jetzt aber... Sauber. Okay, jetzt lohnt sich das da auf jeden Fall auch. Or is it merely a trick of the light? Noch hätte ich jedenfalls gut Platz, Sachen mitzunehmen. Ah, okay, der kommt noch an seine Grenzen. Was aber jetzt auch kein Drama wäre. In Radiance may we find victory. Aha. Sauber. Wow, sehr schön. Wir könnten den schwächen. Machen wir mal. Ist schon ganz cool, da direkt zwei zu haben, die das können. Wunderbar, der ist dann auch auf jeden Fall nächste Runde durch den Hund tot. Ja. Was hatte der da jetzt Schaden? Was hatte der gemacht? War das auf den? Naja, ist doch egal. Naja, okay, der müsste erst nochmal einmal dran kommen. Genau so. Unforeseen. Unforgiving. Na gut, Präzision ist auch gut gesenkt. Wow, noch so eins. Es wird aber langsam etwas eng hier. Ja, werfen wir mal das weg und
das. Und dann werfen wir die Fackeln immer noch weg. Naja, das ist hier hinten nicht so schön. Der kommt jetzt auf jeden Fall auch über den Stress-Level drüber. Ja. Sehr gut. Jetzt haben sie den nach vorne geschoben. Greifen aber hier den an. Na, das war nicht so gut. Wie viel hätten der aus? 25. Dann machen wir lieber einen von denen. Sauber. So bär. Tötet den zwar nicht, aber die Leiche. Autsch. Reeling. About to break. Ausfällig. Rattenspitze. Junge, triff doch mal. Heilung. Wisst ihr was? Ich stiebe auf euch jetzt einfach ganz fies. Den einen habe ich jetzt quasi weggedebufft. Gruppenheilung. Hallo. 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 Und Zerstörung. A trifling victory, but a victory nonetheless. Ja, jetzt wird's hier ein bisschen eng. Das ist wahrscheinlich mehr wert als das. Dass ich davon noch eins finde, ist unwahrscheinlich. Dass ich mehr Geld finde, ist wiederum nicht so unwahrscheinlich. Dass ich noch einen Schatz finde, naja. Werfen wir die weg. Ja, kannst du auch wieder angucken. Schwacher Lebensmut. Aha. Nicht so schön. Nehmen wir uns den Raum noch vor. Aha. 1000. Naja, ich denke nicht, dass ich noch einen Geheimgang finden werde. Wenn ich da natürlich jetzt einen finde, dann wäre es eher ärgerlich, aber sehr gut. Ja, wobei der ja auch noch Stress verursacht. Der Raum hat sich wahrscheinlich dann nicht so wahnsinnig gelohnt. Den könnten wir rein theoretisch töten, wenn der Heiler noch dran kommt vor dem. Sauber. Ich
Wir müssten den... Den kriege ich aber damit auch nicht tot. Machen wir das so. Nochmal den recht sicher weg. Also nicht nur recht sicher. Naja gut, er hätte noch daneben schlagen können. Sauber. Du gehörst weggesperrt. Nee. Angriff! Gesetzesbrecher, ja alle. Na toll. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Das sind 12. Nehme ich lieber mit statt den 600. Ja, hat sich gut gelohnt, würde ich sagen. Und natürlich den Boss getötet. Ach, die Nahrung hatte ich auch noch. Die hätte ich natürlich noch wegwerfen sollen, statt das Geld. Dumm, 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 dumm. Ja. Naja. Stimmt, der war ja noch nicht mal auf Max. All the decadent horrors I have seen pale in comparison to that final frowning thing. I could not look, nor could I look away. Jo. Da kommen wir aber immer noch nicht weit. Taverne ist auch eigentlich nichts zu machen. Naja. Gucken wir mal, wen haben wir hier? Barbar, Level 3. Jo, nett. Wobei, nach Stress 4 Heilfähigkeiten im Lager ist jetzt nicht so problematisch. Aber könnte man mit den Vieren irgendeinen von diesen Dreierbossen töten? Die gesunkene Besatzung oder der wetternde Prophet? Der wetternde Prophet ist... Da ist der komplett nutzlos, weil er den nicht angreifen kann. Der könnte eventuell durch Gegenschlag den Gegner umbringen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Muss ich nochmal mein Video angucken dazu. Den habe ich in Prophet, Folge 11 angegriffen. Und da muss ich mal gucken, ob der physischen Schaden macht. Weil wenn er das macht, dann könnte ich den mit ihm Gegenschlag zertrümmern. Hatten wir denn überhaupt irgendeinen von den... Ne, ist auch sonst keiner, der irgendwie zu brauchen ist. Doch, neuer Hundemann. Da wäre natürlich jetzt das Problem,
dass ich die nicht auf die passende Stufe hochbekomme. A lawman and his faithful beast. A bond forged by battle. Der ist eins. War Licht unter. Ja. Dann werfen wir den wieder raus. Slumped shoulders, wild eyes, and a stumbling gait. This one is no more good to us. Den Barbaren. Das Problem ist natürlich, dass ich die drei an sich nicht hochgelevelt bekomme, ohne dass ich noch einen da reinschicke. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Einsatz mit drei Leuten machen kann. Wie wäre es eigentlich? Kann er das nur von vorne machen? Ja, geht nur von vorne. Das wäre es natürlich auch noch. Zwei mit dem Skill zu nutzen, aber das geht nicht. Ich kann natürlich einfach hier den kicken. Oder den. Schraube ich immer auf, gegebenenfalls Mukident kicken. Wenn der da nicht nutzbar ist, dann haue ich den raus bei diesem einen Kampf. Dann setze ich den mit dem ein. Und dann werden die sowieso alle steigen. Und wenn die alle gestiegen sind, dann könnte ich den hier eigentlich auch rauswerfen. Wobei, da habe ich jetzt auch noch zwei von. So oder so ist das Ganze immer ein bisschen blöd, weil zu wenig Leute. Stanley ist die einzige da. Heiler hätte ich jetzt eigentlich genug hier. Gesunkene Besatzung und wetternder Prophet. Gesunkene Besatzung. Wetternder Prophet. Na gut, dann mache ich einen Schnitt. Schauen wir nochmal mein Video gegen diese beiden an. Und also der Nekromant war. Ne, der Prophet in Folge 11. Und die gesunkene Besatzung hatte ich wann angegriffen? Durch nächste Besatzung in Folge 58. Ich glaube, da wird es der brutale Schaden am meisten bringen. Aber gut, schauen wir mal. Rewards sind beide Käse. Was habe ich hier eigentlich bekommen? Keine Ahnung. Die kann ich jedenfalls wieder wegwerfen. Plus 33 Heilfähigkeit. Widerstand gegen Betäuben. Plus 10 Ausweichen. Das ist gar nicht so schlecht. Ich weiß doch nicht, ob ich das jemals benutzen würde. Aber gut. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.